So, Brücke drüber. Könnte man nämlich auch die Insel dann mit irgendwelchem Zeug sich dort holen. Och nee, warum habe ich jetzt hier das Signal so gebohrt? Wollte ich doch gar nicht. Bin wieder abreisen, danke sehr. So. Vielleicht gibt es hier noch irgendwie Wald. Da wäre einer. Ja, natürlich wieder alles voll sonst wo. Naja. Na gut, egal. Genau, schicken wir mal den Alkohol nach Montreux. Gut, die können, dann könnte man vielleicht auch Waren und Post austauschen. Post, Spirituosen, Waren hätten sie dort akzeptiert. Okay, das passt. Komm, wie sich der... Ach, ich wurde auch darauf hingewiesen, dass sich hier die Bäume ändern würden bei dem Bahnhof. Wenn ich da jetzt gerade nichts wirklich viel davon sehe. Vielleicht ist das irgendwie dann, im, wenn dann hier im Spiel Winter ist. Gucken wir, dass es vielleicht gleich im Monat umschwenkt. Was dann passiert. Nö, da ist ein... Ach doch, jetzt! Zuckt denn das so? Das ist doch ein Bug, oder? Hä, das ist ja komisch. So, passt. Nee, ich glaube, das müsste... passt das? Sag mal, das ist doch wirklich kein Zufall, dass das jetzt von der Höhe her... Ich meine, ich komme jetzt nicht direkt geradeaus hin. Das würde so passen. Irre. Mal wieder richtig random hier Augenmaß hingelegt. Wie gesagt, ich kann das nicht geradeaus durchbohren, weil es hier Industrie im Weg ist. Das heißt, wir machen irgendwie einen Schlenker rein. Genau, mit dem müsste ich dann auch hier hoch. Drüber. Bitte die Brücken gleich lang, das wäre schön. Danke. Ah, das muss ich extra hier so einen Huckel nach oben machen. Ich könnte auch das Ganze abreißen.
Na gut, machen wir, wählen mal die radikale Variante. Da wir das Gleis ja recyceln, ist es ja in Ordnung. Der Recycling-Kaiser hat sein Okay gegeben. Aber die Dingsbrücke hier hätte ich trotzdem. Die Fachwerkbrücke. So, jetzt kommen wir nämlich einfach hier ran. So. Dann hier irgendwie nochmal ein, zwei Depots bauen. Entlang der Strecke. Reicht das dort, die kommen dort eh alle vorbei. So, jetzt können wir Spirituosen wegtransportieren. Immer noch so viel drin. Das ist ja irre. Da hätte ich einfach mal einen, der aber viel wegkacken kann. 21, 17, 16, 58, 59. Hier hin. Hier gibt es was zu verteilen an Spirit. Spirituosen, zack. Und dann könnte man ja noch Post. Gut, Post ist aktuell hier keine drin. Gut, Post hat auch eine schlechte Bewertung. Versuchen wir das mal zu ändern. Spielt ihr bei Post, wenn ihr Post transportiert, macht ihr dort eigentlich Vollladen oder sollen die einfach nur das mitnehmen, was es gibt? Ich glaube, ich habe bei Post noch nie mit Vollladen gespielt, weil ich habe den Eindruck, es würde ewig dauern. So, die ganze Fanpost. Ja, von den ganzen Freddie Mercury-Fans. Post, zack. Keiner einen Kommentar auf YouTube. Oh gut, das wird dann immer aufploppen. So viel Riefel hat er jetzt. Ein bisschen was. Ich glaube, das ist eher ein Verlustgeschäft. Der macht gut Geld hier, aber wahrscheinlich liegt das eher an dem Alkohol. Oh, was ist denn jetzt hier passiert? Jetzt ist ein Holzzug dort reingefahren. Wo kommt der denn her? Ist der jetzt ernsthaft hier eine Runde gefahren, um dorthin zu kommen? Ist der irgendwie dumm? Warte mal, das will ich mit einem Wegpunkt verhindern. Das passiert nicht nochmal. Das ist ja Quatsch. Extra so gebaut, weißt du? Und dann mucken die ja so auf. Eieiei. Naja, ist am Ende auch egal.
So, okay. Was wir jetzt noch hier hätten, das wären natürlich noch die Ersatzteile. Da wäre Vieh und Milch. Möbelfabrik, Galvanisierungsfabrik, Chemiehafen. Wer braucht die Chemikalien? Nee, die nicht, ne? Gut, die hätten noch Warenkisten. Gut, Waren würden die ja auch akzeptieren. Wollten sie noch Warenkisten? Achso, das wären die hier, ne? Ich habe im Holz habe ich eigentlich schon gedacht, dass es hier. Achso, warte mal, ich muss ja natürlich hier nochmal gucken, wegen der Fahrzeit. 42, 35, warte, 5, na gut, das müsste eigentlich so passen. Das sind dann 7, 7, na gut, mit der Fahrzeit, wenn er sagt 3 Tage laden. Die Fahrzeit, die ist ja fest. Das ist eigentlich bloß die Ladezeit, die problematisch ist. Ich nehme einmal für beladen 3 Tage. Dann hätten wir 6 Tage geladen. Plus 42, plus 35, 38. Das passt. 83. So, und jetzt der hier. Ne, ich mache jetzt den von unten. Das müsste der hier sein. Der hat. Ja, bei dem müsste man eine Anpassung auf jeden Fall machen. 6 Tage fürs Laden. 22 und 25 sind 33. Nee, das ist Quatsch. Tage. Das heißt, er hätte 27 Tage, die er dann hier noch warten müsste. Das sind insgesamt 30 Tage. Machen wir mal 28.